dass man auch weiß, was können die sich leisten, was haben die für einen Anspruch, ja? Es muss wirklich, die Nachfrage muss passen. Es muss das Produkt zu 100% passen. Und wenn die zwei Sachen stimmen, dann kann man eigentlich rückwärts rechnen. Und dann verkauft man auch ein Neubauprojekt in 4 Wochen. Seit dem Zinsanstieg ist gefühlt 90% weniger Konkurrenz auf dem Markt. Das ist echt ein Vorteil durch diese große Community, dass man wirklich mit vielen Leuten sprechen kann, die auch schon weiter sind und dann sich mal einfach auch noch ein paar Tipps holt. Ja, herzlich willkommen zum Investoren-Talk. Heute mit dem Enrico. Enrico ist auch ein Immobilieninvestor, den ich die letzten Monate begleiten durfte auf seinem Weg in die finanzielle Freiheit oder auch in die Selbstständigkeit. Enrico macht unheimlich viele Geschäfte aktuell, ist sehr ausgelastet und ja, war eigentlich Familienvater und ein toller Typ, muss ich sagen. Also wirklich, was der auf die Beine stellt, ist wahrscheinlich sehr, sehr interessant für alle, die auch mit Immobilien starten möchten, die sich nebenbei ein zweites Standbein aufbauen möchten oder den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Enrico, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Ja, hi Olli, danke für die Blumen vorab. Ja, Enrico, ich komme aus München, bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe mit meiner Frau die erste Immobilie, die haben wir gekauft 2014. Und und haben das dann so sukzessive erweitert und und haben das Ganze, die Immobilie erweitert, also zwei, drei Sachen dazu gekauft, haben dann auch selber, nachdem wir gemerkt haben, wie das Ganze funktioniert, mit Buy-and-Hold-Objekten auch mal ein eigenes kleines Mehrfamilienhaus gebaut, in München direkt. Und das hat natürlich der Hunger auf mehr gemacht, aber es ist natürlich mit den Buy-and-Hold-Gedanken, es dauert halt alles immer ziemlich lang, bis man vorankommt. Ne? Ja, aber wie bist du überhaupt an die Immobilie rangekommen? Wie bist du darauf gekommen, dass Immobilien ein gutes Geschäft sein könnte? Gleich die erste, meinst du? Ja. Ja, ich habe damals tatsächlich im Studium schon gemerkt, ich zahle da immer gerne die paar hundert Euro Miete und damals hat es mich schon extrem geärgert, dass natürlich das Geld dann weg ist. Ja. Da hat dann der andere was davon und habe dann gesagt, okay, irgendwann, wenn ich dann mal mit dem Studium fertig bin, muss ich dann, sobald es geht, mal mein erstes Objekt kaufen, weil ich es dann in meine eigene Tasche zahle. Und man hat ja irgendwann mal die Rich Dad Poor Dad Bücher, das Buch gelesen und sich dann mal so ein bisschen mit dem Thema befasst. Und das war dann der Startschuss, sagen wir es mal so. Ja, fantastisch. Wie lange bist du jetzt bei mir im Coaching? Ich habe angefangen im Oktober 22, also zu einer sehr schwierigen Zeit, sage ich mal. Also da ging es ja dann, kurze Monate später ging es dann los mit dem Zinsanstieg, also Ende 2022 habe ich bei dir angefangen. Okay. Und was machst du jetzt so für Projekte, die du aktuell am Laufen hast? Ich muss dazu sagen, als ich bei dir angefangen habe, habe ich damals schon zuvor, weil ich wusste, okay, mit selber bauen, mit renovieren oder auch für die Mieter die Sachen vorzubereiten, wusste ich, okay, ich muss als allererstes das Thema Finanzierung klären. Und ja, dadurch, dass wir ja schon ein paar Objekte hatten, habe ich das Thema Nachbeleihung angestoßen. Habe das zum Startschuss zu dir schon vorher geklärt gehabt und habe da auch vernünftiges, also ein handelbares Volumen aufgebaut. Ja. Und und habe dann ein halbes Jahr bei dir das Coaching mitgemacht, da wirklich unfassbar tolle Leute kennengelernt, die mich dann auch nochmal motiviert haben, hey, schau doch mal, dass du dich darauf konzentrierst, weil die Voraussetzungen hast du, Bauerfahrung, Renovierungserfahrung, Vermietungserfahrung und jetzt mach's richtig. Und damit habe ich dann gesagt, okay, letztes Jahr im Februar, es war dann so nach einem halben Jahr bei dir, ich sagte, jetzt müssen wir hier mal richtig Gas geben und das haben wir dann auch gemacht, genau, und habe dann jetzt mehrere Wohnungen renoviert, saniert, auch mit Partnern zusammen, also auch mit vielen Partnern zusammen geflippt. Wir haben Häuser gekauft, saniert und geflippt und ich habe jetzt tatsächlich auch aufgrund der Bauerfahrung, weil es in München jetzt auch wieder Grundstücke gibt, gesagt, hey, das machst du jetzt auch noch und da muss ich sagen, ich habe einfach dein System genutzt, was das Thema Kaufen, was gekauft wird,
nochmal zu präzisieren und damit auch jetzt das erste größere Bauprojekt umgesetzt. Also eine Projektentwicklung, die ich jetzt auch noch begleite. Genau. Ja, das ist natürlich sehr viel verschiedene Sachen, aber du hattest mir ja mal gesagt, am liebsten machst du die Stellendeals, so wie ich sie auch natürlich bevorzuge. Eigentumswohnung geht einfach schneller und Neubau zieht sich eben hin, leider ja gerade jetzt auch. Wir haben ja Probleme mit Behörden, Genehmigungen und so ein Genehmigungsverfahren kann schon mal ein Jahr dauern oder teilweise länger. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja eigentlich viel mehr Umsatz machen, viel mehr Menschen helfen, in die eigenen vier Wände zu kommen. Das dauert einfach viel zu lange. Aber du hast ja damals auch mal was aufgenommen, was wir ja teilweise auch machen, eben die Projektentwicklung, dass du Grundstücke kaufst, aufteilst und dann teilweise wieder verkaufst mit einer Baubindung. Erzähl mal, wie geht das? Es gibt eigentlich viele Möglichkeiten nach MABV, ist die Maklerarchitekten- und Bauträgerverordnung. Wenn du Bauträger werden willst, das würde ich aber nicht am Start empfehlen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe das Grundstück tatsächlich nicht angekauft, mir eine Möglichkeit überlegt, wie wir da, es hat auch viel Geld gekostet, aber man muss einfach dranbleiben. Ich habe das Grundstück nicht angekauft, habe es entwickelt, das Baurecht geschaffen und habe es mit einem Bauträgerwerkvertrag weiterverkauft. Und das reduziert natürlich maßgeblich das Risiko, also das Unternehmensrisiko, also das mein privates Risiko auch. Und man hat dann natürlich auch mehr Zeit. Also man kann dann während der Baugenehmigungsphase schon parallel in die Vermarktung gehen. Ne? Ja. Und es hat auch sehr gut funktioniert, weil wir natürlich genau gewusst haben, was wird gekauft und haben genau dieses Produkt für den Käufer schon nicht irgendwas gemacht, sondern genau das, wie du es eigentlich auch vorgegeben hast. Also ich habe dieses Fix-and-Flip-Recherchesystem eigentlich da auch mit angewendet. Das ist ja auch wirklich das Allerwichtigste auch für die Risikominimierung, dass man weiß, was für wen mache ich das alles. Ja. Wer ist im Endeffekt der Nutzer, der Käufer, der Mieter und wie wollen die wohnen, was haben die für einen Anspruch? Und da hauen viele wirklich daneben. Und das ist für mich auch ganz besonders wichtig, dass die Leute genau das lernen. Es hört sich ein bisschen trocken an am Anfang, aber es ist einfach die Grundlage für alles, was dann kommt. Und ich habe am Anfang nicht 100% drauf gehört und habe es auch dann bezahlen müssen. Also die Nachfrage muss passen. Es muss das Produkt zu 100% passen. Und wenn die zwei Sachen stimmen, dann kann man eigentlich rückwärts rechnen und sagen, okay, was können die sich leisten? Und dann rechnet man rückwärts und dann verkauft man auch ein Neubauprojekt in 4 Wochen. Genau, und das ist eben das Wichtige, dass man auch weiß, was können die sich leisten, was haben die für einen Anspruch, ja? Klar. Das ist auch so super wichtig. Eigentumswohnung, ganz normale Eigentumswohnung kaufst du, renovierst du und verkaufst sie dann weiter? Genau. Mhm. Machen wir auch parallel. Wir haben jetzt in München 2, 3 Objekte, die wir machen. Die kommt jetzt eventuell noch ein 4. dazu. Also so, dass wir immer schon 1 im Ankauf haben. Dann brauchen wir wieder eine Zeit, bis das mit dem Grundbuchamt geklappt hat. Dann bei dem anderen sind wir gerade fertig. Also das ist auch ein Partnerdeal. Auch bei dir aus der Community, mit dem sind wir jetzt fertig nächste Woche und dann gehen wir da in den Vertrieb und parallel kaufen wir das nächste jetzt wieder an. Also so, dass man immer das Kapital rollieren kann. Ja, das ist natürlich auch schön in so einer Gemeinschaft, dass man dann auch die gleichen Interessen hat und auch vernünftig auf einer Ebene mit dem Partner dann sprechen kann. Und dann auch gemeinschaftliche Sachen machen kann. Man kann seine Stärken bündeln und aus 2 wird dann auf einmal 3, wenn man den richtigen Partner hat. Auf der einen Seite finanzielle Partner, auf der anderen Seite natürlich auch Partner mit Erfahrung, mit Wissen. Und gerade in diesem Bereich ist es schon wichtig, dass man dann auch dem System folgt, die Schritte umsetzt. Und das ist eben bei uns toll, dass alle das gleiche Wissen haben, um dann eben das gemeinsam auch umzusetzen. Wie viele aktuelle Projekte hast du im Moment im Gange, so in der Gesamtheit? Ich müsste ich tatsächlich mal durchrechnen. Ich glaube, in Summe sind es jetzt gerade 4 Sachen, die wir verkaufen. Wir haben 2 Sachen im Ankauf, 3 Sachen sind in der Renovierung, Sanierung. Bei Reit- und Fix-and-Flip-Objekten, bei Projektentwicklungen zeigen sich jetzt, sagen wir so, 4, 5 Grundstücke ab. Das sind in Summe, also je nach Bauausführung schon so 12, 15 Häuser in Summe. Wie schaffst du das, zeitlich gesehen? Ich meine, du bist ein junger Familienvater, ja? Wie schaffst du das aktuell? Das,
Ich habe tatsächlich schon mit den ersten Projekten, weil ich gesagt habe, es muss zum Erfolg führen. Also ich habe das auch durch deine Coaching-Speaker, die ich auch kennengelernt habe, gesagt, ich gehe jetzt da einfach ins Risiko. Es muss erfolgreich werden, muss es. Habe ich mir rechtzeitig auch Unterstützung gesucht. Also ich habe schon eine Teamassistenz mit dabei. Ich habe mir zur Buchhaltung jemanden geholt. Ich habe mir ein Büro noch mit angemietet, wo auch Mitarbeiter mit sind. Ich habe von Anfang an gesagt, okay, wie kann ich bestimmte Pakete clustern und auch auslagern? Weil sonst ist das nicht möglich. Also das geht nicht. Ich muss mich hauptsächlich um die Finanzierung kümmern, um die Business Cases kümmern und um den Ankauf. Und die anderen Sachen sind dann wirklich, wie du es auch bei dir sagst, mit dem A-Team, sonst schaffst du das nicht. Also sonst ist das nicht möglich. Ja, die Positionen müssen natürlich wirklich besetzt sein und das natürlich auch Richtig. mit Profis und dann wird es einfacher, dann macht es mehr Spaß. Gerade du bist ja eigentlich so in zwei Branchen unterwegs. Einmal die Projektentwicklung für Neubau, weil du da einfach schon die Erfahrung hattest aus deinem Neubau, den du gemacht hast. Und auf der anderen Seite das typische Fix und Flip und dann noch zusätzlich mit Partnerschaften. Ist natürlich dann schon eine Menge zu tun. Ich weiß, du bist aktuell nicht berufstätig, beziehungsweise noch Angestellter, aber nicht Richtig. aktiv im Job unterwegs. Du hast dich freistellen lassen, soweit ich das weiß, damit du dich um deine Familie mehr kümmern kannst und natürlich auch ein paar Stunden mehr am Tag dem Job oder auch deinem Business widmen kannst. Was ist dein Ziel mit deinem Business für die nächsten 3, 4 Jahre? Das ist eine gute Frage. Ich sage mal so, 2023 war nicht so einfach vom Start her, alles gleichzeitig zu handeln. Wir haben es aber trotzdem profitabel hinbekommen. Jetzt dieses Jahr wird, wenn wir die Projekte alle bekommen und auch verkaufen, sage ich mal schon sehr erfolgreich werden. Es wird ein Vielfaches von dem sein, was ich vorher im Job verdient habe. Und ich sage mal schon, wird gerne nächstes Jahr auch mit der Familie mal eine größere Reise machen. Und das wäre eigentlich im normalen Job nicht möglich. Also Ziel im Sinne von, das eine ist das Monetäre, das andere ist aber die Freiheit zu haben, nicht immer da gebunden zu sein. Jetzt sind die Kinder, also meine Kinder sind, die Kleine wird jetzt 1 nächste Woche und die Große ist jetzt 3,5. Also dann einfach mit den Kindern auch mal zu reisen. Das wär mein Traum, das nächstes Jahr umzusetzen und dann teilweise auch Immobiliendeals aus der Ferne abzuwickeln, weil ich nicht immer bei allen Sachen vor Ort sein muss. Also dazu baue ich das jetzt auch mit den Büro und den Strukturen so auf. Genau. Das wäre mein Ziel, genau. Aber ich sage es jetzt, ich hab jetzt nicht so die Zahl, es müssen 25 Deals sein oder 25 Einheiten oder so. Das habe ich nicht, sondern mir ist es wichtig, dass ich nicht 12 Stunden am Tag arbeiten muss. Das Sagen wir es mal Wichtige ist so. ja auch wirklich, das aufzunehmen oder anzunehmen von uns. Ich meine, wir haben ein funktionierendes, erprobtes System, wo du, ich glaube mal, vielleicht 70, 80% von nimmst und der Rest ist dann so deine eigene Kreativität. Und natürlich entwickelt Genau. sich auch jeder weiter. Aber wenn die Prozesse stehen, jeder hat seine Aufgabe zu tun. Wir haben ja unheimlich viele Leute, die zum Beispiel auf Mallorca wohnen und dann im Ruhrgebiet mit Immobilien handeln. Das ist vielleicht unvorstellbar, aber es geht auch aus der Ferne. Natürlich müssen Es dafür die geht. Strukturen stehen, genau. Und man muss sich erstmal da reinarbeiten. Von 0 auf 100 geht es nicht innerhalb von 2, 3 Monaten. Ja, das ist schon eine Learning Curve, die man einfach auch annehmen muss. Ja, und Da gibt es das gehört natürlich dazu. Rückschläge, das hat man immer, aber man muss sich halt dann immer überlegen, wie man dann diesen Fehler halt vermeidet, und dann entsprechend die Strukturen anpassen. Also gibt es ja auch bei dir sehr erfolgreiche Investoren, die das machen. Man schaut sich da natürlich ein paar Sachen mit ab oder kann, Ja. hat auch wirklich, und das ist echt ein Vorteil durch diese große Community, dass man wirklich mit vielen Leuten sprechen kann, die auch schon weiter sind und dann sich mal einfach auch noch ein paar Tipps holt. Und dann baut man sich so sein eigenes System auf. Genau. Ja, wie immer, es gibt immer welche, die spielen dann schon ziemlich schnell in der Champions League. Aktuell kriegen wir viele Bauträger, Bauunternehmer und so dazu, die schon Erfahrung haben, aber dann das System von uns annehmen und dann alles umstellen. Das sind natürlich auch immer so tolle Leute dabei, die dann wieder unheimlich viel Wert haben in der Community. Andersrum haben wir eben auch Starter, die sich das angucken und wo du für viele ein sehr großes Vorbild bist, das weiß ich, weil du einfach eben auch Familienvater bist, du bist nett, fair, ehrlich, du gehst auf jeden zu und das ist ja auch das Schöne daran, dass du auch den Leuten dann hilfst, wenn die mal eine Frage haben. Du hast dich durchgefragt und du stehst für alle auch da
bereit, wer da mal eben Unterstützung braucht und was eben das Tolle daran, ne? Aber es ist auch ein wahnsinniges Learning, immer auch mal geben zu müssen und dann bekommt man meistens mehr wieder zurück. Ja. Und das ist wirklich, habe ich auch gelernt und es ist einfach tatsächlich so, so funktioniert es. Ja, viele denken ja, es gibt so viele Leute, die machen das. Die Konkurrenz wird immer größer. Siehst du irgendwo Konkurrenz in München? Ich meine, du kennst ja einige Leute, die auch in München aktiv sind. Ich sage mal so, seit dem Zinsanstieg ist gefühlt 90% weniger Konkurrenz auf dem Markt. Und ja, es setzt sich jetzt mehr die Qualität durch. Also ja, ich will es nicht schlecht reden, aber ich glaube, so in 2020, 21, 22 konntest du alles machen. Es ist immer verziehen worden. Wenn du Fehler jetzt gemacht hast. Jetzt muss man wirklich wissen, was man tut. Sonst verkauft man mit Null oder mit Verlust oder man hat das Kapital gebunden. Also man muss jetzt wissen, was man tut. Und das heißt, die Leute, die ihre Arbeit und ihre Hausaufgaben richtig machen, die werden dann auch belohnt. Ja, ich habe ja schon vor Jahren gesagt, das wird jetzt kommen, dass der ganze Markt professioneller wird. Wie du schon sagst, wer vor 3, 4 Jahren angefangen ist oder sogar für 5, der ist in einen steigenden Markt reingegangen. Da wurden Fehler verziehen, wenn du mal das falsche Immobilie gekauft hast oder hast nicht wirklich qualitativ hochwertig renoviert und so weiter. Das ist dann eben das Ding, was dann die Leute einholt. Und das sieht man ja auch, dass genau die Grundlagen immer wieder das Wichtige sind. Ne? Ja, die Grundlagen zu lernen, anfänglich hast du gesagt, die Marktrecherche zu machen, ganz genau zu wissen, was geht wo, wie stelle ich dann die Finanzierung auf, wie verkaufe ich im Endeffekt natürlich auch besser als die Konkurrenz. Das sind ja aufeinander aufbauende Bausteine. Und da darfst du auch keinen weglassen, weil dann fällst du um. Ne? Wenn du ein Rezept hast, was du zu 95% einhältst, aber 5% tust du zum Beispiel Salz anstatt Zucker in den Kuchen, wird der Kuchen nicht mehr schmecken. Und da sollte man sich dann schon dran halten, dass man weiß, Mensch, ich kriege hier was funktioniert. Und das kann ich für mich optimieren, für meine Person, für mein Umfeld, für dein Team. Aber bleib schon erstmal so an dem roten Faden dran. Das ist schon sehr, sehr super wichtig. Und natürlich auch der Austausch. Wir haben ja nicht nur Leute, die, wie immer alle sagen bei uns, wir machen nicht nur Reihenhäuser, sondern wir gucken auf jedem Markt ganz genau, was funktioniert da. Das kann in der einen Stadt vielleicht nicht das Reihenhaus sein oder die typische Dreizimmerwohnung. Es gibt Städte, da gehen 4-Zimmerwohnungen besser als 3-Zimmerwohnungen oder 1-Zimmerwohnungen auch besser als 2-Zimmerwohnungen. Auch so. Man muss ganz genau wissen, wo tut man was, und das ist jeder Stadtteil ist anders. Nicht nur eine Stadt zur Stadt ist anders, sondern jeder Stadtteil ist anders. Und wenn man das kann, das ist typische wirtschaftliche Marktrecherche. Genauso geht auch Aldi oder irgendwelche anderen großen Ketten gehen genauso vor. Die gucken erstmal, wo ist Bedarf und wie kann ich den Bedarf decken. Ja. Ja. Das machst du ja auch super gut. Also wirklich. Danke. Und jetzt ist halt so, in München, es ist halt nicht mehr so extrem viel Konkurrenz da. Das ist halt der Vorteil. Also es ist nicht mehr, früher sind viele Sachen gar nicht erst auf den Markt gekommen, aber jetzt kommen sie auf den Markt und jetzt kann man sich die Sachen raussuchen. Das ist so, ja, korrekt. Deswegen, ich bin auch gar nicht so wild darauf, dass jetzt die Zinsen unheimlich wieder fallen, weil wir sind ja keine Spekulanten, dass wir auf höhere Preise spekulieren, sondern wir sind ja Kaufleute und wir kaufen eben unter Marktpreis ein, machen es dann schön und verkaufen es dann eben besser, aber auch über leicht über Marktpreis, weil wir einfach das beste Produkt auf dem Markt haben. Und das machst du ja genauso, deswegen bist du auch sehr erfolgreich im Verkauf und hast da keine großen Probleme. Ne? Wie viel? Das beste Produkt, richtig. Und dann auch noch zum richtigen Preis, richtig. Das ist ganz wichtig. Und daher kann man ja immer sehr gut man spricht ja vom Verkaufspreis ab und geht dann nach unten und weiß dann seinen Einkaufspreis. Da sollte dann aber auch eben die Vernunft vorne stehen und nicht die Gier. Viele überziehen es dann eben auch, ja, und denken, oh, dann kriege ich mehr und. Es muss alles eine vernünftige Grundlage haben und ich sage mal lieber 2, 3 Deals mehr im Jahr als einen großen dazwischen, weil dann kannst du zeigen, ob es jetzt für Partner, Banken und, dann kannst du zeigen, dass du ein System hast, was eben funktioniert und eben auch multiplizierbar ist, ne? Das ist eben auch das Wichtige. Ich weiß, du hast eine große Zahl. Magst du sagen, wie viel Umsatz das ist, die Projekte, die du aktuell hast, wenn du die verkauft sind und realisiert sind? Tatsächlich war es im letzten Jahr, den Umsatz waren im ersten vollen Jahr, seitdem ich jetzt aus dem Job draußen bin, waren tatsächlich 4,5 Millionen etwa.
Ja. Also das Verkaufsvolumen. Ja. Wir haben jetzt nicht alles, nicht bei allen unsere Zielmargen erreicht. Das ist so am Anfang. Ich gehe mal davon aus, dass wir es dieses Jahr eigentlich mehr als verdoppeln werden. Vielleicht sogar noch ein bisschen drüber sein werden. Und was ist da der Rohgewinn ungefähr gewesen? Letztes Jahr über alles waren es etwa 400, 350, 400.000 etwa. Dieses Jahr sollte es mehr werden. Also eigentlich mindestens das Doppelte. Ja, aber im letzten Jahr war es eben auch noch die Problematik, die Mitnahme der Zinserhöhung und die Unsicherheit am Markt und so weiter und trotzdem noch eine hohe Rendite von 10, 15% in einem ja, unsicheren Markt ist noch alles gut, ne? Es sind auch, ich sage es auch ganz offen, es sind auch zwei, drei Projekte auf, mit 4% oder so rausgegangen. Da haben wir dann auch gesagt, okay, wir waren einen Ticken falsch bei der Recherche. Wir haben ein bisschen zu wenig Nachfrage gehabt und dann hast du nicht mehr so viele Interessenten, das ist klar. Dann mussten wir es dann preislich anpassen. Bei den nächsten haben wir es dann besser gemacht, also uns strikt an den roten Faden gehalten und dann klappt es auch. Dann kriegst du auch die 20% hin, also oder mehr. Genau, also deswegen ist bei mir so ein Misch von 15%, 10, 15% in etwa. Naja, Genau. du hast etwas höhere Einsätze. Das kann man nicht, glaube ich, mit den Preisen in Bremen vergleichen, wo wir im Durchschnitt eine Eigentumswohnung mit 200.000 haben. Das ist dann schon bei dir teurer und auch die Das Häuser schaffst du in natürlich. München nicht. Nee, das ist aber auch überall in Deutschland verschieden. Ja. Und manche sind auch erfolgreich in Chemnitz oder in Magdeburg. Jetzt haben wir eine sehr erfolgreiche Marktbase. Sind natürlich ganz andere Margen, ne? Pro Euro, sage ich mal. Ne? Prozentual Ja, passt das überall, aber die Immobilien sind halt günstiger da. Und da hat man den Vorteil in deiner Gegend, dass man nicht so viel arbeiten braucht für den gleichen Betrag. Ne? Das ist das Schöne daran. man muss aber auch sagen, bei der Projektentwicklung, da waren es jetzt auch keine 20%. Da habe ich die, also da rechne ich die Rendite ja anders, weil dadurch, dass ich das Grundstück nicht angekauft habe, ist dann die Rendite eher bei 800-900%. Weil ich sehr wenig Eigenkapital gebraucht habe. Dafür hast du dann bei den Wohnungen, die du voll finanzieren musst, dann auch mal welche gehabt, jetzt die nicht ganz so gut liefen, sag mal ganz offen, aber wenn dann die Marktrecherche richtig passt, dann schafft man die 20, 25% auf jeden Fall. Also das ist auch in München möglich. Ich nehme mal mit, dein Ziel ist finanzielle Freiheit, mehr Zeit mit deiner Familie zu haben. Definitiv, ja. Ja, das steht nicht im Vordergrund, dass du jetzt 5 Millionen im Jahr verdienst, sondern es ist natürlich auch schön, wenn man das dann aufgebaut hat. Wo ich dich aber auch sehe, ne, mit der Zeit bist du jemand, der eben wirklich strukturiert denkt und auch Hilfe annimmt und dann auch wirklich das umsetzt. Und gerade durch die Partnerschaften ist es natürlich dann noch ein toller Hebel nach oben. Wo einiges möglich ist, ja. Aber im Vordergrund Ja, schauen wir mal. steht meistens das ein vernünftig schönes Leben mit der Familie, dass man sich auch leisten kann, was man möchte und die Zeit auch nutzen kann, schöne Dinge mit der Familie zu machen. Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hinreisen? Ich würde tatsächlich nächstes Jahr mal mit dem Wohnmobil nach Südamerika für ein paar Monate, Ah, toll. also einmal rüberschippern und dann die Konferenzen per Starlink machen, wenn es Ja. geht. Ja. Das wäre so der Plan. Das wäre so tatsächlich der Traum, der vor 3 Jahren einfach unmöglich gewesen wäre. Und man denke, das können wir jetzt schaffen. Also das ist jetzt möglich. Toll, toll, ja wirklich. Eine Frage natürlich noch einem Starter, der jetzt anfangen möchte und sagt, Mensch, Fix und Flip, das interessiert mich. Ich möchte auch Geld mit Immobilien verdienen, vielleicht sogar so werden wie Enrico, dass ich mich voll darauf konzentriere im Fulltime-Job. Und dann eben auch mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Was würdest du dem raten? Ich würde jetzt, also wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich sagen, Vertrauen haben in die eigenen Fähigkeiten, Ja. die Arbeitszeit auf 28 Stunden zu reduzieren. Steuerlich ist das in meinen Augen die sinnvollste Variante, weil man dort einfach also für die gleiche Zeit mehr Netto erhält, Wenn und man den nicht passenden total viel. Arbeitgeber dazu Wenn hat, man den passenden natürlich. Arbeitgeber hat, richtig, ja, wenn man den passenden Arbeitgeber hat, aber die Freizeit, die sich da ergibt, diese wirklich dann sehr strukturiert und effizient nutzen. Und dann auch wirklich die Menschen in der Community fragen, die Leute, die schon einen Ticken weiter sind, fragen oder auch mit Anfängern zusammenschließen. Also man braucht die Zeit, das Kapital kriegt man schon irgendwie zusammen oder wenn es über Partnerdienst ist, das kriegt man dann schon irgendwie hin.
Aber wichtig ist anfangen. Nicht so viel überlegen, anfangen, strukturiert arbeiten und sich die Freizeit, also die freie Zeit ermöglichen und auch mal Samstag, Sonntag was machen. Das ist dann einfach so. Ja. Das ist nicht einfach. Also man schafft es nicht mit 2 Stunden in der Woche. Das ist nicht möglich. Man muss sich die Zeit schaffen und muss die Prioritäten neu legen, weil es kann funktionieren, wenn man sich daran hält. Und auch das Risikomanagement liegt einfach im Lernen der Märkte, des Marktes. Kenn deine Stadt wie ein Taxifahrer, ist zwar nur so rausgehauen, aber du hast es mir wieder bestätigt, das ist das A und O dabei, dass man genau die richtigen Immobilien einkauft. Und ich sage ja auch immer, 90% des Erfolges liegt daran, dass du die richtige Immobilie einkaufst und nicht unbedingt super billig sein musst. Wenn du die richtige Immobilie hast und die dann dementsprechend auch aufwertest, hast du das beste Produkt auf dem Markt. Und vernünftig recherchiert, laufen dir dann die Kunden die Bude ein. Ja. Ja, Auch ein schlechtes. die Nachfrage muss passen. Die Genau. Nachfrage muss passen, das ist das A und O. Wenn die Nachfrage nicht passt, dann hast du sofort 10-fach so lange Vermarktungszeit. Also weil dann brauchst du irgendwo einen Kunden, den du findest, aber wenn dein Produkt richtig passt, dann hast du das auch schnell verkauft. Fantastisch. Ja, ich darf einfach nur Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und ich glaube, den Traum, den du hast, den wirst du nächstes Jahr realisieren. Wenn du Hilfe brauchst, wir sind alle dabei, um dich zu unterstützen. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Danke, Olli. Danke auch an dein Team und an deine Persönlichkeit. Sonst wäre ich da jetzt nicht hingekommen durch diese Vernetzung. Genau. Vielen, Vielen vielen Dank. Dank. Dankeschön und alles Gute. Bis dann, Olli. Ciao, ciao.